Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich ein etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Es gab ein außerplanmäßiges Update des IP-Adapters schon wieder und ich bin ja gerade noch in der Serie, äh, den IPA in der V2 vorzustellen mit all seinen Funktionen und jetzt kam etwas dazwischen, was ja einfach dazwischen kam. Also nach dem Update vom letzten Mal, wo ich gerade eigentlich noch in der Videoserie drin bin, kam jetzt noch das Update neu raus und das ist einfach so cool, dass ich jetzt einfach mal dazwischen schiebe in einem ganz kurzen Video um es euch zu zeigen. Und zwar ist das der Style Transfer. Der funktioniert nur für SDXL. An der Stelle schaut auch nochmal in die Videos von vor diesem Video rein. Da wird auch die Installation und so ein bisschen was zu den Models und dem Aufbau erklärt. Das überspringen wir jetzt hier. Ich zeige euch jetzt hier nur mal den Style Transfer. Und um das zu machen, lade ich mal ein SDXL. Wieso mache ich das immer? Ich habe eine neue Tastatur. Da muss ich mich erstmal ein bisschen mit... Äh, so. Da drücke ich manchmal die falsche Taste. Ne? So also viele Tasten auf einer Tastatur, da kann man schon mal durcheinander kommen. So, das ist mein SDXL-Preset hier. Und wir werden jetzt einmal den Style Transfer anwenden. Ähm, es könnte sein, dass es ein bisschen IPA-Style, dass es ein bisschen anwirkt wie die Nelly von Sales Show damals, aber es ist halt einfach super, super cool. Und ja. So, ich habe jetzt mal ein Safe Image hintergehängt, äh, weil wir absolut verrückt sind und weil das nur für SDXL funktioniert, der Style Transfer bis jetzt, sehen wir auch gleich. Äh, bin ich aber mal so verrückt und sage, ich möchte das Lightning Model haben, weil dann können wir ganz schnell Bilder generieren. Wir reduzieren die Steps auf 6. Wir sagen CFG 1.4. Wir nehmen Jula und wir nehmen SGM Uniform. Den Seed setze ich mal auf 0 und auf Fix. Dann ist das schon mal eingestellt. Wir nehmen ein paar. Negatives, nicht viele, einfach mal so ein bisschen Standard und sagen hier mal Beautiful Woman. Jetzt kommen wir zum Einbau des IP Adapters. Dann nehmen wir einmal einen IP Adapter Advanced, stöpseln uns den mal zusammen. Wir brauchen unseren Unified Loader, auch alles in den Videos von vorher erklärt. Und wir nehmen das Plus Model hier, wir hängen unser Lightning Model hier oben rein, schleifen das da weiter durch, hängen das Model vom IPA in den Sampler rein und was uns jetzt noch fehlt ist ein Referenzbild, Load Image und da nehmen wir mal dieses hier und was wir jetzt nämlich neu haben ist hier in den Weight Types die Auswahlmöglichkeit Style Transfer und das mache ich mal und dann jagen wir das Ganze mal durch. Was willst du denn hier? Was, was, was willst du von mir? Nein, ich brauche dich nicht. So. Gut, jetzt könnte man denken, das ist natürlich wie vorher. Ne? Wir kriegen ein Bild, was ähnlich ähm, dem ist, was wir reinschicken. Aber ich kann hier auch einfach sagen: jetzt a cute cat. So, und dann sehen wir schon ganz deutlich, ich kriege jetzt nur noch den Stil dieses Bildes transferiert. Aber als Bild hier hinten haben wir jetzt eine Katze erhalten, eine Süße. Oder vielleicht wollen wir auch lieber einen Hund haben. Dann kriegen wir auch einen Hund. Wir können hier oben das noch mit dem Weight ein bisschen pushen. Ich setze das mal auf 1,5. Ähm, dann kriegen wir noch ein bisschen mehr den Style transferiert. Nichtsdestotrotz äh, bleibt unser Prompt einfach erhalten. 1,5 ist wahrscheinlich auch schon zu viel. Wir gehen mal mit 1,1 rein. Aber ich möchte auch lieber eine Katze im Indiana Jones Stil haben. Und hier. Nehme ich mal ein Prep Image for Clip Vision. So. Die Note sorgt nämlich dafür, dass wir jetzt sagen können, wir wollen uns auf die Mitte des Bildes konzentrieren, nehmen ein bisschen Schärfe dazu und jagen das mal hier durch. Jetzt müssten wir einen Hund kriegen im Indiana Jones Stil. Das ist korrekt. Das geht natürlich auch dann mit einer Katze. Oder wir sagen im Anschluss, wir wollen eine, ein Line Art Drawing. Äh, uh, äh uh, beautiful Moment, da muss ich mal reinzoomen. Was schreibe ich mir hier zusammen? Beautiful woman. Also ihr seht schon, das ist einfach wir schicken eine Referenz rein und nur der Stil wird adaptiert und das finde ich finde ich richtig richtig cool. Ich hatte schon im Vorfeld zu diesem Video eben kurz ausprobiert, es ist absolut einfach anzuwenden und es macht einen riesen Spaß das ganze zu machen und was wir natürlich auch machen können ist, in Referenz auch zu dem vorherigen Video, Face ID, wir können hier einen Unified Loader für Face ID nehmen, wir nehmen Face ID plus 2, wir nehmen einen weiteren IP-Adapter dazu, chainen das einfach hier rüber, hängen das Model dann hier unten rein, nehmen als Referenzbild unsere Dame vom letzten Mal Pexels Blonde Woman, wir starten das Ganze. Und Jetzt geht's los. Das Sampling hier dauert dann immer ein bisschen länger, natürlich, je mehr gemacht werden muss. Aber wie wir sehen, wird die Face ID auch auf unseren Stil angewendet. 1,1 ist vielleicht hier auch noch ein bisschen zu hoch. Hier oben gehen wir nee, hier auch ein bisschen mit der Weight runter auf 0,9. Hier vorne auf 1. Hier können wir jetzt zum Beispiel auch mal sagen, wir nehmen den Stil der Mona Lisa, stellen diese Note on top. So, dann wird nochmal alles zusammengerechnet. Und wir kriegen die Face ID im Stil der Mona Lisa. Auch hier könnten wir dann doch nochmal ein bisschen mit dem Weight hochgehen und das ein bisschen manipulieren. Aber ihr seht, das Chain funktioniert. Ich habe jetzt extra darauf verzichtet, hinten noch das Plus Face hinterzuhängen. Ähm, ne? Einfach nur, um mal die Technik zu demonstrieren. Aber das, das macht richtig, richtig viel Spaß. Und man, man kann jeden Stil transferieren, den man haben möchte. Also das, das ist halt richtig, richtig cool. Und was wir auch machen können, ist, wir können noch eine zweite Loader Note dazu nehmen und zum Beispiel hier nochmal Lineart wählen. Wir können ein Image Batch dazwischen hängen. Sagen, wir wollen jetzt das Bild und das Bild batchen. Ich nehme die mal raus als Referenz einfach nur, damit wir ein bisschen weniger hier haben. Wir sagen Q Prompt, dann werden die Stile dieser beiden Bilder gemischt. Und wir kriegen eine lustige Mischung raus. Das ist anscheinend nicht so eine gute Mischung, aber wir können jetzt zum Beispiel mal sagen, was passiert denn, wenn wir den Stil von Van Gogh mit der Mona Lisa mischen. Dann kriegen wir eine ganz coole Mischung. Und natürlich, wie gehabt, wird unser Prompt einfach berücksichtigt. Das heißt, wir nehmen jetzt nochmal wieder Acute Cat und wir kriegen eine Mischung dieser beiden Stile nehmen wir hier nochmal Indie zum Abschluss jetzt haben wir eine Mischung aus Van Gogh und einem Movie Plakat und da ist das Movie Plakat sehr präsent ähm, da muss man ein bisschen rumprobieren welche Mischungen einem dann gefallen aber den Stil eines einzelnen Bildes auf irgendwas anderes zu übertragen funktioniert einfach wunderbar haben ein bisschen mehr Leinart dazu gekriegt ähm, mit einem funktioniert es am besten, finde ich. Äh, was haben wir denn nochmal hier? Wie, wie würde denn eine Katze im Cyberpunk-Stil aussehen? Aha, vielleicht können wir hier noch ein bisschen pushen in unserem Prompt mit Cyberpunk. Ja, das ist ganz, ganz cool eigentlich. Haben wir sonst noch was oder habe ich hier noch was? Wenn ich hier mal Zombie eingebe, A Cute Cat Zombie. Dann müssten wir zumindest. Also es wird nicht das Motiv übertragen, ne? Es wird. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, wie süß. Wie knuddelig. Ähm, ja, ihr, ihr seht schon, es, es macht super viel Spaß, damit zu arbeiten. Ähm, es ist für SDXL, ihr findet es hier oben im Wait-Type, im IP-Adapter Advanced. Einfach so verbinden, wie ich es hier gemacht habe, und Spaß haben. Mehr, mehr muss man damit nicht machen. Die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, sind nahezu unbegrenzt. Ja spontanes Video zwischendurch. Ich wünsche euch echt viel Spaß beim Rumprobieren, weil das, das ist richtig, richtig cool. Und ja, dann immer noch mal schauen, was ich als nächstes Video mache. Das kam jetzt dazwischen. Mal gucken, was das nächste wird. Auf jeden Fall bis zum nächsten Video. Macht es gut und tschüss.